Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Orakel. In der letzten Zeit ist in YouTube Deutschland viel passiert. Es gibt unzählige News-Sendungen, die über die Ereignisse berichten. Nun, wir sind anders. Wir wagen keinen Blick zurück, wir machen den Blick nach vorn. Bei uns finden Sie die News von morgen. Dinge, die noch gar nicht passiert sind, haben Sie hier zuerst gehört. Willkommen zu den Nachrichten. KuchenTV fängt erneut Beef an. Der YouTuber KuchenTV hat schon öfters auf sich aufmerksam gemacht. Zuletzt hatte er Beef mit dem bekannten und gut aussehenden YouTuber KS Freak, weil er dessen Auftritt auf den Videodays gestürmt hat. Doch bald ist eine neue Stufe der Provokation erreicht. In einem 23-minütigen Video wird er den YouTuber KuchenTV beleidigen, ihm viele Dinge unterstellen und einige brisante Informationen veröffentlichen. KuchenTV soll demnach nur Beef angefangen haben, um Klicks und Subs zu generieren. Auf diese äußerst bösartigen Anschuldigungen reagiert KuchenTV natürlich sofort. In einem 37-minütigen Antwortvideo wird KuchenTV alle diese Anschuldigungen verneinen. Wie sich der Beef danach weiterentwickeln wird, bleibt abzuwarten. Wir bleiben dran. ApoRed schafft es, nichts Dummes zu tun. Der nicht unbedingt für seine Intelligenz bekannte YouTuber ApoRed, dieser sorgte bereits in der Vergangenheit für Aufsehen, indem er Videos über einen gewissen Bombenprank, über die Reaktion auf die Parodie von Julian Bam, für einen Streit zwischen ihm, Mert Matan und Leon Mascher oder seinen Song Everyday Saturday, indem er einen Lambo für einen R8 hielt. Doch tatsächlich wird er in nächster Zeit nichts Dummes anstellen. Bemerkenswert. Bibi und Julienko trennen sich. Das Traumpaar Bibis Beauty Palace und Julienko werden sich trennen. Gleichzeitig wird auch bekannt, dass sich Dagi B und Eugen trennen werden. Zufall? Wir denken nicht. Denn nach der Veröffentlichung einiger brisanter Fotos wird es scheinbar so aussehen, als ob Julienko nun mit Eugen zusammen ist. Sowohl Dagi als auch Bibi sind am Boden zerstört. Wir bleiben weiter für sie dran. Simon Desue badet in 60 Kilo Dima. YouTuber wie Simon Desue oder Dima, ein ehemaliges Mitglied der Außenseiter, sind bekannt für ihre Videos, in denen sie in irgendeiner Scheiße baden. Bald wird dieser Trend eine neue Stufe erreicht haben. Simon Desue wird in einem zukünftigen Video in 60 Kilo Dima baden. Diese habe er sich extra bei eBay bestellt. Beide haben in diesem Video sichtlich Spaß. Tierschützer kritisieren diese Aktion aber. Wohin dieser Irrsinn noch führen wird, bleibt abzuwarten. Das war's mit den heutigen News. Sie können uns gerne Ihr Feedback in die Kommentare schreiben. Und vergessen Sie nicht, bei uns haben Sie es zuerst gehört.